Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Nachwahl eines Mitglieds und eines nachrückenden Mitglieds des Richterwahlausschusses. Nach § 9 Absatz 1 des Hessischen Richtergesetzes besteht der Richterwahlausschuss aus 7 vom Landtag berufenen Mitgliedern, die zu Beginn jeder Wahlperiode nach § 10 Absatz 1 nach den Regeln der Verhältniswahl gewählt werden. Zum Mitglied kann berufen werden, wer zum Landtag wählbar ist. Die Mitglieder sollen im Rechtsleben erfahren sein. Aus der Summe der für jeden Vorschlag abgegebenen Stimmen wird nach dem Höchstzahlverfahren de Hondt die Zahl der auf jeden Vorschlag gewählten Mitglieder errechnet. Sind mehrere Personen zu wählen, legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten sollen. Listenverbindungen sind zulässig. Mit Schreiben vom 8. November 2017 hat der Abgeordnete Frank-Peter Kaufmann gegenüber dem hessischen Ministerpräsidenten nach § 15a Absatz 1 angezeigt, dass er auf sein Amt als nachrückendes Mitglied im Richterwahlausschuss zum 15. November 2017 verzichtet. Ferner verzichtet Frau Abg. Karin Müller-Kassel ebenfalls zum 15. November 2017 auf ihr Amt als Mitglied im Richterwahlausschuss. Dies hat sie mit Schreiben vom 8. November 2017 gegenüber dem hessischen Ministerpräsidenten angezeigt. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlägt mit der Drucksache 19-5403 Frau Abg. Hildegard Förster-Heldmann als Mitglied sowie Herrn Abg. Frank-Peter Kaufmann als nachrückendes Mitglied des Richterwahlausschusses vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Der Wahl durch Handzeichen wird nicht widersprochen. Damit frage ich, wer dem Wahlvorschlag zustimmt. Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist Fraktion CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE und Frau Öztürk, also das gesamte Haus. Ich stelle fest, dass Frau Abg. Hildegard Förster-Heldmann als Mitglied sowie Herrn Abg. Frank-Peter Kaufmann als nachrückendes Mitglied in den Richterwahlausschuss gewählt wurden.